Ja. Na komm. Aber wie gesagt, wir haben auch Cooldown auch für Granaten. Auch für Bomben. Nein. Nee? Hä? Okay. Nee. Du nicht. Oh, nee. Nee, du musst wahrscheinlich die Dinger drehen, oder nicht? Ach so, ja. Stimmt, das kann sein. Das kann natürlich sehr gut möglich sein. Ja. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Zack. Dann leuchtet auch oben das Ding. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie noch was finden, dass ich irgendwie die Energie weiterleiten kann. Mal nachher. So. Okay, ich habe einmal drauf geruckelt. Ja, ich glaube, das sollte nicht so ganz sein, dass man so instant da drauf geht. Oh, neue Trophäe. Okay. Why not? So. Noch mal eine. Was? Stört ihn. Keine Ahnung, was ihm gerade da gestört hat. So. Nobody. Aber gut. Drüben. Relativ weit schon. Okay. So sollte es eigentlich nicht aussehen. Eigentlich wollte ich da versuchen, einen Doppelkill oder sowas hinzukriegen, aber ne, gut. So viel dazu. Da schmeißen wir schon mal irgendwo eine hin. Keine Ahnung, ob die irgendwie angekommen ist oder nicht. Die saß auf jeden Fall. Ja, okay. Der schon da so dumm umhersteht, kann man den nicht wieder auch nochmal mitnehmen. Wo nochmal die Mutpunkte mit, soweit. Da knöpfen wir einfach mal so drauf. So. Also das nehme ich auch. Das? Ja, gar nichts. Das ist ein Gegner, der dich runterschneidet. Wow! Okay. That was pretty close. Ich glaube, du kommst da nicht mehr hoch, oder? Doch. Doch. Habe ich jetzt auch nicht so gedacht, dass ich da noch irgendwie hochkomme. Hast du den nicht verbombern können? Ja. Kann nicht. So, dann ist er nämlich tot. Alter, das war halt wirklich los. Ich glaube, ich hing da wieder so ein bisschen an der Wand, in der Wand. So. Ich glaube, da habe ich ein bisschen zu früh die Dingens, das Schild aufgesetzt, aufgehört, aber gut. Müssten normalerweise aber schon fast durch sein durch die Höhle. Ist schon arg lang mittlerweile. Jetzt rutschen wir raus, jetzt kommen wir wahrscheinlich dahin, wo wir hin sollen. Okay. Mal hüpp, hüpp, hüpp. Das war halt mit den Rotter, die macht halt Sinn. Hüpp, 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 zurück. Wie sie da alle auf dich warten. Nein.
wo man natürlich auch privat dran ist, oder mehr oder minder zumindest privat, ist Darksiders. Darksiders ist ja auch noch so ein Spiel. Zumindest Teil 3, Teil 1 erstmal. Was man privat, privat sag ich schon, ja, aufnahmetechnisch machen kann. Soweit schon mal. Zack. Weil man da aufnahmetechnisch schon mal bringen kann. Das steht nämlich bei mir auch auf der Liste. Steht eigentlich noch so ein bisschen einigermaßen noch drauf. Ein Kommandos wollte ich auch noch machen, aber Kommandos wäre halt ein Spiel, wo man halt den Dampf nicht cutten müsste. Weil Kommandos ist halt ultra schwer. Was aber auch wahrscheinlich sehr gut auf YouTube gehen würde. Muss man dazu sagen. Aber. Das wäre halt schon eine Hausnummer. Das ruhig zu bekommen. So, und jetzt haben wir auch da oben hin. Ganz endlich frei. Sehr geil. Uns auch hier draufstellen. So, und da ist die Tür dann auf. Da ist dann wahrscheinlich auch schon das letzte Relikt. Dann können wir zum Boss oder dann halt unsere Schmiede denn endlich mal befreien. Das wird jetzt nochmal ein harter Bossfight, würde ich sagen, so wie es gerade aussieht. Oder? Oh ja! Okay. Ja, ich habe das Blümchen angesehen. Okay, hier oben brauche ich nicht springen. Da muss ich dann einmal so tun. So tun und dann hier hüpf. Nochmal hier hüpf. Dann einmal da drauf landen. Punkt genau. Noch mal hier. Das ist mit der Zeitlupe ist halt geil. Warten wir mal ab. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich nicht springen müssen, aber. Sicher, sicher. So. So. Rüber. Da ist denn eine riesengroße Blume, die dann alles Schlechte, nachdem sie kaputt gegangen ist, wieder schön macht. Wir kriegen sogar einen Fahrstuhl serviert, das heißt, wir müssen gar nicht wieder den ganzen Weg nach oben oder haben nicht so viel Laufweg. Dorfherz haben wir bekommen. Und noch ein paar Rott. 40 Stück. Ach, da oben.
wollte gerade sagen, ich konnte doch irgendwo gerade schon die Rot anwenden und da geht's hoch. So als kleine epische Cutscene. Mit einem Ladescreen. Da warten sie sogar schon. Ganze Armada, die da auf die Straße. I found the relic, but the village heart was gone. It all makes sense now. She must have moved mountains to transport the village heart. If anyone could find a way, it would be Adira. I'll return the relics to the tower. Thank you for your help, Hannah. I know it's hard to revisit the past. I'm glad you've come, Kana. I believe you can help her find peace. Be careful. Okay. Jetzt müssen wir halt zurück zum Turm. Einmal durchsprinten, die drei Relikte abgeben. Dann können wir Adira auch endlich erlösen. Dann musst du da nicht mehr so, ja, durch die Welten oder wie auch immer tingeln. Da bin ich mal gespannt, was denn da so die Endcutscene sagt. Aber das Laufen von Kena, vor allem mit dem linken Arm, sieht immer noch ein bisschen... Das sieht komisch aus. Bisschen weird aus. Muss man einfach mal also sagen. Das Ding, das schlingert so ein bisschen sehr arg umher. Ja. Reagieren. Nochmal Ladescreen, okay. Hammer. Da haben wir ja den Hammer, Glocke und das Dorf jetzt. Ja gut, würde mal sagen, sprinten wir mal fix noch den Turm hoch. Sollte jetzt eigentlich nicht ganz so das Problem sein, da jetzt nochmal hochzuschießen, solange wir nicht irgendwie noch andere Sachen machen müssen. Aber bis jetzt sieht es doch ganz gut aus. Hier vielleicht schneller hochkommen. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man wirklich nochmal in na gut, der Turm ist halt nun mal hier. Gestorbene Holzschmieden. Okay. I know what I understand what I do. I must do. Ich war da wahrscheinlich drauf schießen. Damit die Verbindung gekappt ist und dann können wir Schaden machen.